weil ich immer wieder deutlich gemacht habe, Israel hat ein Recht auf Selbstverteidigung, seine eigene Bevölkerung zu schützen. Würden. Auch deswegen war es mir so wichtig, dahin zu fahren, nach dem 7. Oktober, jetzt stelle ich Ihnen dann nochmal eine Frage zurück im Zweifel. Ich saß neben einem der Väter, direkt neben dem 7. Oktober, dessen Frau und dessen zwei kleine Mädchen von den Hamas-Terroristen entführt worden sind. Deswegen war es mir wichtig, da zu sein und das zu verstehen. Dann wurde mir parallel der Film gezeigt dessen, was nicht ich oder die israelische Regierung aufgenommen hat, sondern Hamas-Kämpfer mit ihren, wie heißen die, GoPro-Kameras an ihren Helmen. Und wissen Sie, was ich da gesehen habe? Das war das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ich habe es mir angeschaut, weil ich wissen wollte, was dort passiert ist. Eben nicht die verantwortlichen Regierungen stellt, alles dafür zu tun, dass wir die Grenzübergänge öffnen können. Weil ich immer wieder deutlich gemacht habe, Israel hat ein Recht auf Selbstverteidigung, seine eigene Bevölkerung zu schützen. Und wenn Sie sich vielleicht einmal selber vorstellen würden, auch deswegen war es mir so wichtig, dahin zu fahren, nach dem 7. Oktober.